Servus Leute, hier ist Markus Abele von Abele Baumaschinen. Wer es noch nicht weiß, wir sind Baumaschinen- und Lkw-Händler aus Eichach zwischen München und Augsburg-Ingolstadt. Wir machen gebrauchte Baumaschinen, Lkws und Nutzfahrzeuge. Heute geht es mal wieder um gebrauchte Lkws. Wir haben sehr spezielle neue Lkws. Und die Fahrzeuge, die hinter mir stehen, haben gerade 19 Achsen, haben knapp 2000 PS, sind 4 Stück, sie sind sehr, sehr geil und sehr speziellen Einsatzzweck. Und die könnt ihr euch jetzt erstmal anschauen. Also Leute, wie ihr gerade schon sehen konntet, stehen wir hier vor 4 nagelneuen, richtig, richtig geilen LKWs. Wir haben die gerade eben geholt, wirklich vor einer Stunde bin ich damit zurückgekommen. Ich habe den hier gefahren, in der Mitte, sind aber die MAN, alles die gleichen, der Volvo ist noch ein bisschen anders. Und was das für Fahrzeuge sind, schauen wir uns jetzt zusammen mal an. Kurz zu den Infos dazu, wir haben die von einem Aufbauhersteller gekauft. Die Fahrzeuge sind vorbereitet für einen bestimmten Einsatzzweck, das schauen wir uns aber gleich am Auto an. Und wie gesagt, alle Fahrzeuge neu. Die MAN sind alle 8x4. Der Volvo ist ein 10x4, also ein 5-Achser. Hatten wir hier noch nie auf dem Kanal. Schauen wir uns natürlich besonders gut zusammen an. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zu den Fahrzeugen vor. Also Leute, kurz bevor wir hingehen, müssten wir uns schon noch mal Zeit nehmen, uns ein bisschen dieses Bild hier anzuschauen. Sieht ultra, ultra geil aus. Vor allem finde ich so, wenn lauter gleiche LKWs nebeneinander stehen und hier auch noch in der gleichen Farbe, auch wenn es ein Volvo ist, finde ich immer, schaut sehr, sehr, sehr gut aus. Gehen wir mal nach vorne und schauen uns das an. Wie gesagt, kurz zu der Geschichte, sind von einem Aufbauhersteller abgekauft, die standen auf Lager, haben quasi zu viele und wir haben die jetzt gekauft. Sind für einen speziellen Einsatzzweck vorbereitet, der eine oder andere mag sich vielleicht schon denken können, für was die sind. Sie haben einen sehr langen Radstand, sind alle Baujahr 22 oder 23, je nachdem, aber alle waren bisher noch nicht zugelassen. Die standen also jetzt länger rum, weil die auf ihren Aufbau gewartet haben und jetzt sind die eben hier bei uns, weil wir die jetzt verkaufen. Weil wir einfach so tolle Händler sind, dass wir das besser verkaufen können als der Aufbauhersteller. Nee, Spaß. Also wir versuchen uns das Ganze jetzt einfach, wir haben natürlich ein gutes Angebot bekommen, wollen jetzt versuchen, mit unseren Verkaufskünsten die LKWs weiter an den Mann zu bringen, vor allem an euch. Und jetzt fangen wir mal an, damit uns die anzuschauen. Also zu den MAN, das sind MAN TGS, also Baustellenausführung 41.470. Heißt schon mal 4-Achser. Vorne beide Achsen gelenkt, hinten nicht gelenkt. Und wenn wir uns das jetzt mal gerade von der Seite anschauen, gehen wir mal hier hin, wir sehen, es ist ein sehr, sehr langer Radstand. Wir haben einen Radstand von 5,30 Meter. Den Radstand müsste man von dieser ersten angetriebenen Achse hier, ersten gelenkten Achse bis zur ersten angetriebenen Achse. Und da sind 5,30 Meter schon echt ein gutes Stück. Kurz zum Vergleich, so ein normaler 3-Achse-Kipper hat so 3,60 Meter ungefähr. Ein 4-Achse-Kipper hat dann trotzdem meistens noch unter 4 Meter. Relativ kompakt gebaut sind, heißt also, hier gehört was Großes drauf. Ihr könnt es natürlich immer mitraten und auch gleich in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was für Einsatzzwecke diese Fahrzeuge haben. So, wenn wir uns den noch genauer anschauen, schauen wir uns die erste Achse an. Sieht immer auch dann gleich aus wie bei der zweiten. Wir haben hinten drin Blattfedern und wir haben bei den hinteren Achsen, schauen wir mal, was wir da für Federn haben. Ich weiß es natürlich schon, ihr noch nicht. Haben wir auch Blattfedern, wie wir hier oben ganz gut sehen können, kurz fokussieren, hier oben. Und genau, das sind eben die Blattfedern. Heißt also, das Fahrzeug ist sehr stabil gebaut, nicht mit Luftfederung, beabsichtigt nicht mit Luftfederung, weil die Blattfedern noch mal ein bisschen stabiler sind einfach und dann noch mal besser funktionieren. Die Fahrzeuge sind wie gesagt alle aus 22, haben alle die aktuelle Abgasnorm Euro 6e. Das ist auch der Grund, warum die jetzt gerade Kennzeichen dran haben, die Autos. Nicht wundern, dass das so komische Nummern sind. Die sind jetzt nicht auf uns bezogen, das sind einfach Nummern, die frei waren, weil das mehr oder weniger eine Tageszulassung ist. Einfach nur, dass die zugelassen sind, weil das ist sowas, was einem immer passieren kann. Muss man auch aufpassen, wenn man jetzt Autos, Motorräder oder irgendwas sammelt, wenn man sagt, man kauft sich jetzt ein neues Ding, lässt es 10 Jahre stehen, dann ist es oft so, dass man es von der Abgasnorm hier einfach nicht mehr zulassen darf. Und das ist eben das, was darauf verhindert wird, wenn man es einmal zulässt, man lässt einmal diese Tageszulassung, dann ist das ganze Thema durch, dann war der zugelassen und dann kann man den immer, immer wieder zulassen. Vorausgesetzt, man passt natürlich auf die Papiere auf. Deswegen, also gerade die Zulassung und versicherungstechnisch ist natürlich auch nochmal besser. Wenn die Fahrzeuge zugelassen sind, haben wir heute auch für die Abholung genutzt. Und
dann hat man, wenn die abgemeldet sind, auch nochmal so ein Stück weit eine Ruheversicherung. Und genau, jetzt, also, hat sich schon jemand Gedanken gemacht zum Einsatzzweck? Sehen wir jetzt gleich noch weiter. Also, wir haben zwei Nebenantriebe bei den Fahrzeugen. Das ist hier der erste Nebenantrieb. Dieses Ding, was hier ein bisschen angerostet ist. Genau das hier. Das ist dieser durchgängige Nebenantrieb vom Motor. Den Antrieb braucht man beispielsweise für einen Betonmischer, weil er einfach einen durchgängigen Nebenantrieb haben muss, der unabhängig vom Getriebe ist. So, und dann haben wir noch einen Nebenantrieb, der eben dieser normale Nebenantrieb ist, wie bei einem Kipper. Zum Beispiel, der ist getriebeabhängig. Den sehe ich jetzt nicht direkt. Der geht meistens dann unten am Getriebe raus. Den schaltet man nochmal extra zu und ist eben für Sachen wie Kippen, Kran und so weiter. Also heißt, wir haben zwei Nebenantriebe in dem Fahrzeug verbaut, nicht nur einen, was natürlich dieses spezielle Ding hier ausmacht. Was ich vorher ja schon gesagt habe, das sind TGS 41-470. Heißt also, es sind die ganz großen Fahrgestelle, die großen Achsen. Man kann damit ca. 43 bis 45 Tonnen fahren. Darf man bei uns nicht, bei uns dann immer nur 32 Tonnen fahren. Auch beim Volvo, aber da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Heißt also, wir bauen uns das stabilste Fahrzeug, das wir bauen können. Zwei Nebenantriebe rein, unten, oben. Heißt also, wir müssen etwas steuern, was zwei Einsatzzwecke hat. Gleichzeitig, also nicht wie bei zum Beispiel, wenn man jetzt einen Kipperkran hat, dann reicht trotzdem ein Nebenantrieb, weil man dann den Kipper und den Kran umschaltet. Also könnte man natürlich auch den Durchgängigen machen, dann könnte man beides separat fahren, aber im Normalfall ist es dann immer so, man fährt den Kipper einzeln und den Kran einzeln. Hier können wir beides gleichzeitig fahren. Hier kommt auch was Kranähnliches drauf und also, ich sage es jetzt mal kurz, was es ist, die sind alle vorbereitet für Betonpumpen. Heißt also, hier sind wir für eine 42 Meter Betonpumpe vorbereitet. Eben das große Chassis, das große Fahrgestell, die großen Achsen, die großen Federn. Also ein sehr, sehr robustes Auto. Meine Betonpumpe schwer ist und auch noch schwere Massen fördert. Also so eine Betonpumpe reizt meistens das Gewicht ziemlich gut aus. Also dann haben wir da schon unsere 32 Tonnen, die wir fahren dürfen, allein die Pumpe. Und das Ding muss ja dann noch komplett den ganzen Beton durchpumpen. Ich blende nochmal ein Bild von der Betonpumpe ein. Muss natürlich auch noch Betonpumpen können und 42 Meter lang dieses kranähnliche Teil auslegen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Deswegen brauchen wir hierfür so ein spezielles Fahrgestell. Wie ihr seht, ist ja natürlich noch nichts aufgebaut. Es ist vorbereitet mit den Nebenantrieben und natürlich mit den ganzen, wie das Chassis aufgebaut ist. Jetzt gehen wir mal drumherum, schauen uns das nochmal an. Wie gesagt, vorne blattgefedert, hinten blattgefedert, 8x4. Zwei Achsen angetrieben, zwei Achsen vorne gelenkt, Radstand 5,30 Meter. Wir haben Schaltgetriebe bei den Fahrzeugen. Und wir haben uns bei den Fahrzeugen Erstzulassung am, schauen wir mal, was heute ist, der 20.06. Erstzulassung war 19.06.24. Die sind jetzt, wie gesagt, nur die Überführungskilometer gefahren. Wir können mal sehen, hier 6,70 Meter Grad schon bis zur letzten Achse. Stoßstange haben wir schon dran, sonst darf man natürlich nicht fahren, weil das zu viel Risiko ist. Lichter sind natürlich dran, alles ganz normal. Und da kommt eben der Aufbau drauf. Auf den Rahmen wird es dann befestigt und sieht bei den ganzen MAN gleich aus. Ich überlege gerade, ob ich irgendwelche Fakten von den Autos vergessen habe, aber ich denke nicht. Wie wir auch sehen jetzt hier, haben wir einen relativ hohen Abstand zwischen Radkasten und Reifen. Das ist, weil da eben noch ein Aufbau drauf kommt und das sind halt starke Blattfedern, dass er dann natürlich nicht auf den Reifen hängen würde. Wir haben hier unseren Kraftstofftank, wir haben drüben unseren AdBlue-Tank. Gerade beim Überführen ist meiner fast leer gegangen. Wir sind so circa 200 Kilometer hierher gefahren. Ja, meiner war fast leer. Ich habe mich nicht mehr Vollgas geben trauen, aber es hat funktioniert bis nach Hause. Also sehr, sehr gut. Genau, und was ihr natürlich auch sehen könnt, hier zum Beispiel, die LKWs sind ein bisschen dreckig, weil jetzt eben längere Zeit auf diesem Werksgelände draußen gestanden waren und gelagert wurden. Deswegen werden die dann bei uns natürlich nochmal aufbereitet, dass derjenige, der sich ein neues Fahrzeug kauft, vielleicht gleich einer von euch, dann natürlich ein schönes, perfektes Auto übergeben bekommt. Wir können uns jetzt mal so ein MAN von innen anschauen. Sogar was man hier noch sehen kann, ist, da glaube ich nochmal eine separate Ansaugung für den Ladeluftkühler, so wie ich das jetzt verstanden habe. Kann mich gerne jemand korrigieren, aber das ist so ein Teil, das was bei den älteren MAN nicht dran ist. Und es ist nicht die normale Luftansaugung vom Luftfilter, denn die ist nämlich hier. Genau, steigen wir mal ein und schauen uns das gute Stück an. Wenn ihr da irgendwie Fragen dazu habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Wir können auch noch mal ein extra Video machen über eins einzeln oder so. Ich wollte es jetzt mal nur kurz zeigen, wie cool diese Autos sind. Wir müssen jetzt einen anderen nehmen, weil da ist die Batterie da, fällt mir gerade ein. So, genau. Dann nehmen wir den eins weiter.
dem sollte das alles funktionieren. So, wie ihr hier sehen könnt, so sieht das Ganze aus. Natürlich einen luftgefederten Fahrersitz. In der Mitte schaut uns der Schaltknüppel an von dem Getriebe, das ich eigentlich nicht so gern mag, aber heute habe ich es mir dann doch nochmal anders überlegt, weil wenn es neu ist, funktioniert es halt sehr gut. Und das ist schon eine sehr gute Sache. So, wir haben hier so ein relativ, also wir haben hier ein aktuelles Bedieninstrument, Kombi-Instrument. Schauen wir uns das Ganze nochmal schnell an. Musik machen wir natürlich aus. Genau, machen wir mal die Zündung an. Schauen wir mal, was das Ding hier Kilometer hat. Ich bringe jetzt natürlich ein paar Meldungen, wie ihr sehen könnt, Service überfällig und so weiter, weil die eben zeitmäßig schon einen Service bräuchten. Aber wie man sieht, der hier hat 177 Kilometer, was natürlich nichts ist. Also muss man sich selbst überlegen, ob man meint, man hat zu viel Öl zur Verfügung, dass egal ist, weil braucht in der Regel erfahrungsgemäß nicht unbedingt machen jetzt. Was wir noch haben, ist hier unsere, wir haben eine Klimaautomatik, wir haben dieses neue Bedienteil, man kann sein Handy ganz normal verbinden, Bluetooth und so weiter. Navi hat er keins, glaube ich. Hier wird es bedient, hier ist Lautstärke. Ansonsten sehr schönes Fahrerhaus, kompaktes Fahrerhaus, ohne Bett und so weiter, weil Betonpumpen ja logischerweise keine Fernverkehrsfahrgestelle sind. Also macht keinen Sinn. Wir sehen, wir haben hier noch Sitze, sind noch in Folie, hier ist noch verklebt und so weiter. Wir haben hier unseren Hebel für die Motorbremse und wir haben eine 3-Stufen Motorbremse und keinen Retarder. So ein Ding, das haben wir bei Betonpumpen einfach nicht. Hier ist schon eine elektrische Handbremse. Wir haben unser schönes Schaltgetriebe. Ist bei Betonpumpen auch beliebter, weil man muss einfach in Baustellen rein. Und meistens im Baustellenverkehr ist ein Schaltgetriebe einfach besser zum Fahren als ein Automatikgetriebe, weil man doch nochmal mit der Kupplung und seinem Fuß, wenn man gut LKW fahren kann, natürlich nochmal viel regulieren kann und in vielen Situationen einfach besser nochmal aus den Löchern rauskommt, besser um die Kurve kommt, den anders antreiben kann und man ein anderes Gefühl dafür hat. Weil jeder, der Automatikgetriebe im LKW fährt, wird wissen, teilweise ist es einfach ein bisschen schwammig. Man gibt Gas, der Befehl kommt erst später an, dann gibt man schon mehr Gas, dann fährt man sich fest, wenn es sein muss. Und das ist halt unpraktisch bei so einem reinen Baustellenfahrzeug, das so viel Gewicht hat dann. Deswegen sind hier alle MANs mit Schaltgetriebe. Und alle MANs sind auch vorbereitet für die Schweiz und Österreich, also deswegen so diese stabilen Fahrzeuge, diese 41 Tonnen Fahrgestelle. Also hier draußen nochmal vor den LKWs. Heute ist irgendwie ein ganz komisches Wetter, ist ziemlich schwül, deswegen ist die Belichtung von dem Video auch komisch irgendwie, finde ich, wenn ich mir das anschaue, aber lassen wir uns natürlich nicht davon abhalten, wenn wir schon mal sowas Schönes da haben, muss ich euch das natürlich sofort zeigen, so schnell wie es nur möglich ist. So, genau, also den haben wir, den haben wir, den haben wir. Der hat die 1000 Kilometer, der hat jetzt 180 Kilometer und der eben auch dasselbe. Der ist schon mal irgendwo hingefahren, weiß ich jetzt nicht warum, aber tut dem Ganzen natürlich keinen Abbruch, falls das jetzt das richtige Sprichwort dafür ist, weil das ist einfach ein ungenutzter LKW, der noch nie gearbeitet hat. Er wurde einfach nur mal gefahren. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Weiteres Fahrgestell. Und jetzt kommen wir mal drüben zu dem Volvo. Der Volvo ist so unser spezielleres Ding. Der ist jetzt auch in Deutschland zugelassen. Und da kann ich gleich nochmal sagen, weil ich habe in dem Video mal gesagt, in Deutschland gibt es keine Fünfachser. Es gibt schon Fünfachser in Deutschland, aber das Problem ist, egal wie ich es drehe und wende, ich bekomme nur in 32 Tonnen eingetragen. Deswegen fährt bei uns keiner einen Fünfachser, weil das einfach verschenkt wäre. Deswegen fahren die meisten dann Sattelzugmaschinen mit Auflieger, was natürlich bei einer Betonpumpe nicht geht. Deswegen haben wir meistens Vierachser Betonpumpen, 42 Meter, wie die hier dann ausschauen würden. Und genau, das wäre eben eine 50 Meter Betonpumpe. Also das ist dann schon ein richtig, richtig großes Gerät. Also 50 Meter Betonpumpen ist schon eine Hausnummer für so Hochhäuser, Tiefgaragen und so weiter. Hier ist uns gleich mal aufgefallen heute, wir haben das Nummernschild hier hingemacht, weil das hier nicht wirklich vorbereitet ist. Das ist zwar hier so eine Aussparung, aber nicht so wirklich. Das hat beim MAN schon anders ausgeschaut, aber das ist natürlich nur ein sehr kleines Opfer, das man da bringt, wenn man erstmal nicht weiß, wo man sein Kennzeichen machen muss, muss man das halt mal da reinbohren. Genau, wir haben einen 10x4, hatten wir bisher noch gar nicht. Schauen wir uns von der anderen Seite an, weil da haben wir mehr Platz. Genau, also wir haben einen Volvo FMX 500 aus 2023, glaube ich, Erstzulassung Juni, also 19. Juni 2024.
sprich gestern. Das Video wird auch bald online kommen. Wir haben einen FMX 500 10x4 mit Automatikgetriebe ohne Retarder, vorbereitet für eine Betonpumpe. Man sieht, es ist ein sehr langes Fahrzeug, eben mit den 5 Achsen. Bei dem ist es jetzt so, natürlich sieht man es durch die Radkappen schwer, welche Achsen angetrieben sind, aber wir haben die dritte und die vierte Achse angetrieben. Die fünfte Achse hier ist eine Lenkachse und Liftachse, glaube ich auch. Eben erleichtert nochmal den ganzen Radius beim Bewegen und ist halt einfach so eine Achse, auf die man die Last noch ein bisschen besser draufbringt. Also hinten kann man viel Last draufbringen, vorne, und das ist ganz gut. Durch den 10x4 ist das aber hier ein Blatt luftgefedertes Fahrzeug. Ist nicht anders machbar mit der gelenkten Liftachse hinten, weil die eben auch noch hochgehen soll und sowas. Dann muss das hinten komplett luftgefedert sein. So sieht das Ganze aus. Bei dem haben wir jetzt aktuell keinen Nebenantrieb drin. Heißt also, wir haben den vorbereitet, aber wir haben den nicht drin. Wir können ganz normal einen Kipper machen, wir können einen Betonmischer machen. Wenn man in dem Fall eine Betonpumpe machen muss, dann kommt da im Normalfall so ein Stieb Getriebe mit rein zwischen die Kardanwelle, das bringt dann nochmal richtig, richtig Leistung und so fährt man dann die Betonpumpe. Was man jetzt aber auch natürlich fahren kann, ist hier drüben unser 12 Kubik Mischer. Den könnte man da super gut drauf machen, kann damit dann 12 Kubik Beton auf einmal fahren, was natürlich richtig, richtig amtlich ist. Das ist eine richtig große Menge und so wird es in der Regel dann in der Schweiz zum Beispiel auch gemacht. Die sind schlau genug, dass die eingesehen haben, okay, wir haben ein Fahrzeug, das dann den Beton fährt. Wir passen natürlich auf die Umwelt auf, wir passen auf die Straßen auf. Wir sorgen nicht dafür, dass die Firmen mehr Mitarbeiter brauchen, weil die noch einen LKW fahren müssen. Weil, wenn wir mal vergleichen, von 9 Kubik auf 12 Kubik, sind es einfach 3 Fahrten, wenn man macht, wo man dann schon wieder eine drin hat. Also ist natürlich sehr, sehr gut. Braucht natürlich aber auch den Platz dafür, dass man mit so einem 5-Achse überall hinkommt. War heute beim Tanken schon ein wenig schwierig. Genau, hier unser kleiner Kraftstofftank. Wirklich nicht groß, der Auspuffkasten, das ist auch ein Euro 6e und wie gesagt, ist er jetzt bei uns hier mit 32 Tonnen eingetragen. Ich glaube, es wären aber 50 Tonnen eigentlich schon möglich bei dem Fahrzeug. Wie ihr sehen, ist mit den Hölzern hier, sind die Schutzbleche drüber gemacht worden, dass man so im Straßenverkehr teilnehmen kann als Fahrgestell, weil sonst kommen die eben mit dem Aufbau dann dazu und sieht dann eben ein bisschen anders aus. Nicht so, als hätten wir es einfach mit dem Holzbrett hingeschraubt. Hält aber natürlich gut und ist natürlich alles sicher, da achten wir immer drauf. So, wir haben Luftfederung hinten, das ist eben unsere Liftachse. Kann man auch, naja, kommen wir jetzt nicht so gut rein. Das sind eben gefederte Achsen hinten, die zwei Achsen sind angetrieben, sieht man jetzt nicht wegen den Radkappen, aber ist halt genau das Ding. Hier haben wir unseren Netblue-Tank, da haben wir unser Batteriefach. Wir haben natürlich viel Platz, um das Ganze hier unterzubringen. Das muss natürlich auch alles abgedeckt sein. So, also innen drin schaut das Ganze jetzt so aus. Nehmen wir uns mal einen Schlüssel mit rein. Und machen mal die Tür zu. Genau, also wer Volvo kennt, ist eigentlich ein relativ typisches Erscheinungsbild. Was aber schon sehr, sehr cool ist, ist, wir haben hier so ein voll digitales Kombi-Instrument in der Mitte drin. Zeigt einem schön alles an. Sehr modern und gefällt mir jetzt sehr gut. Ist schön gestaltet und man spart sich den Bildschirm hier eben, den man da nicht braucht. Musik muss man trotzdem ausmachen. Genau, und wir haben hier diverse Modi für die Luftfederung scheinbar. Also hier, das wird so ein Gewichtsmodus sein von der Verteilung her. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Können Sie mir natürlich gerne sagen, was es ist. Ich vermute mal, dass hier eher auf vorne ist, hier auf hinten die Last. Aber ihr merkt, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Was hier der Unterschied ist zu den anderen, wir haben ein Automatikgetriebe, das sehr, sehr gut funktioniert. Und mir gefällt hier die Kabine ein bisschen besser. Ich finde sie noch ein bisschen schöner gestaltet. Und vor allem, was hier viel ausmacht, ist eben dieses Glasschiebedach hier oben. Das ist, finde ich, sehr, sehr schön. Macht ein sehr schönes Raumbild und ist eben ein sehr cooler LKW. Wir haben hier natürlich auch schon so automatisches Licht. Wie man sieht, ich schwitze ein bisschen. Ziemlich heiß hier drin. Wir haben eine 3-Stufen-Motorbremse, wie in den anderen Fahrzeugen und genau, so sieht die eben aus. Wenn es Fragen gibt, gerne sagen natürlich. Also Leute, wie schon gesagt, wir haben einen 10x4. 10x4 heißt, wir haben, also kann man sich am einfachsten merken, wir haben theoretisch 10 Reifen, auch wenn es mehr sind, weil der hinten ja doppelt bereift ist. Aber das ist immer, wie man sich gut die Radform merken kann, 10x4 heißt 10 Reifen, 4 davon angetrieben.
Oder, wie man sich auch gut merken kann, wenn man es einfach durch 2 teilt, 5 mal 2, dann 5 Achsen und 2 davon angetrieben. Also, ziemlich, ziemlich cooles Ding. Gibt es bei uns in Deutschland sehr selten, wird wahrscheinlich auch nicht in Deutschland bleiben. Weil man da schon eine, also kann natürlich sein, dass man eine Sondergenehmigung dafür kriegt, aber kann natürlich ein bisschen schwieriger sein, als einfach mit dem Vierachser zu fahren. Man muss natürlich auch erst immer die 50 Meter Pumpe überhaupt mal brauchen. Aber ich finde, wenn man das hier sieht, ist es natürlich schon ein sehr, sehr geiles Bild. Also Leute, das war es jetzt mit unserem Video über unsere neuen schönen Betonpumpenfahrgestelle. Wie gesagt, sind 4 sehr, sehr schöne LKWs, vor allem der Volvo mit den 5 Achsen sehr speziell, auch natürlich besonders zum Fahren und finde ich sehr, sehr geile Fahrzeuge. Wenn ihr wollt, dass ich mal damit noch eine Runde drehe und euch das zeige oder so, gerne Bescheid geben, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr sowas braucht, meldet euch natürlich bei uns. Wir sind die Einzigen, die solche Fahrzeuge gerade anbieten. Ihr könnt es natürlich alles Mögliche aufbauen. Ihr könnt eine riesen Ladefläche drauf machen, einen Kran drauf bauen. Ihr könnt jetzt einen Betonmischer drauf bauen, zum Beispiel hier so ein 10-Kubik-Mischer oder ein 12-Kubik-Mischer auf den 5-Achser, wo man natürlich richtig Beton fördern kann. Man kann sich einen schönen Kipper bauen, man kann wirklich alles draus bauen. Das sind richtig, richtig geile Fahrzeuge, sehr belastbar, sehr cool. Und genau, dann sage ich gleich danke fürs Zuschauen. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn ihr was kaufen oder verkaufen wollt, natürlich immer bei uns melden. Schaut auf unsere Internetseite vorbei. Und dann sage ich bis nächste Woche. Ciao, Leute.